Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. ERZ-TV-Kompakt am Dienstag in Aktion beim Löschen und Retten, Niederwürschnitz beschafft Fahrzeug. Stoßen und Werfen, TUM erlebt Sporthöhepunkt. Und Fliegen und Forschen, Hubschrauber erkundet Geier. Einen schönen guten Abend. Glück auf, hier ist Ihre Kompaktausgabe vom 21. August. Ist das Feuerwehrwesen überhaupt noch im Ehrenamt zu leisten? Just gestern Abend hatte sich eine Fernsehsendung des MDR damit beschäftigt und festgestellt, ja, in den freiwilligen Feuerwehren komme man immer mehr an die Belastungsgrenze. Stadtwehrleiter geben auf, weil die Führung von Wehren, die aus manchmal 10 oder 12 Ortsteilwehren bestehen können, ehrenamtlich nicht mehr zu leisten ist. Das sei wie die Führung eines mittelständischen Unternehmens, hieß es. Und auch unter den Kameraden brodelt es teils gewaltig. Was die Ellenbogengesellschaft heute schon auf dem Schulhof oder den Nahtstellen der Karriereleitern ausmacht, ist in den Truppen ebenso abgebildet. Ein Miteinander wie zu Beginn des freiwilligen Systems vor 150 Jahren und noch vor 20 Jahren üblich, gibt es kaum noch. Hier im Erzgebirgskreis ist es noch relativ ruhig. Trotzdem formiert sich auch hier zunehmend Widerstand gegen bestehende regionale Systeme, die den Wehren eigentlich Entlastung bringen sollten. Auch das ein Problem eines sehr weit dimensionierten Landkreises. Das aber wäre ein abendfüllendes Thema. Da sind solche Momente, in denen mit Freude Neues übernommen werden kann, Gold wert. Und niemanden soll Angst werden. Im Erzgebirge funktioniert das System der Freiwilligen Feuerwehr nahezu einwandfrei. An solchen Tagen wie vergangenen Samstag in Niederwürschnitz können die Funkentöter auch gar nicht anders, als glücklich zu sein. Das ist das neue Löschfahrzeug für Niederwürschnitz. Da wundert sich auch Wehrleiter André Schnerrer. Was ist Minus? Ist die Lieferfirma pleite gegangen? Also André, du weißt ja genau, dass wir dieses Jahr eine Gewerbesteuerrückzahlung hatten. Und wir haben gedacht, bevor wir jetzt gar nichts mehr machen, entscheiden wir uns für dieses Fabrikat. Ja, Feuerwehrfahrzeuge sind teuer. In Niederwürschnitz sollten für ein LF10 rund 336.000 Euro ausgegeben werden, gefördert mit 126.000 Euro vom Freistaat und 5.800 vom Landkreis. Wurden sie auch, wenn auch die Gemeinde tatsächlich rund 500.000 Euro Gewerbesteuer zurückzahlen musste und nun ein Nachtragshaushalt erstellt werden muss. Schwierig war es in dem Sinne nicht, weil die Gewerbesteuerrückzahlung ja unerwartet aus dem Jahr 2011 kam. Aber man muss immer berücksichtigen, wir bekommen natürlich eine Schlüsselzuweisung im nächsten Jahr und das Feuerwehrfahrzeug stand nie zur Debatte. Das alles also nur ein kleiner Scherz am Rande. Für Bürgermeister Matthias Anton stehen Sicherheit und Schutz der Gemeinde ganz weit oben. Da gibt es keine Gründe zu sparen oder an der falschen Stelle zu sparen. Und ich hoffe bloß, dass wir wieder viele Mitglieder gewinnen, auch gerade im Jugendbereich, Jugendfeuerwehr. Weil es wird als Selbstverständlichkeit hergenommen, dass eine Feuerwehr da ist. Das ist es aber nicht. Die Leute arbeiten ja ehrenamtlich, riskieren selber Leib und Leben, wie wir es heute schon öfter gehört haben. Und es sollte einfach mal ein bisschen besser gewürdigt werden. Und vielleicht kann man mit solchen schönen, tollen Fahrzeugen, wie wir es jetzt hier sehen, den ein oder anderen Interessierten vielleicht wieder gewinnen, Mitglied zu werden, auch im aktiven Bereich. Das genannte schöne neue Fahrzeug ist ein Löschgruppenfahrzeug LF10, vor wenigen Wochen sogar wesentlich zeitiger als erwartet in Niederwürschnitz eingetroffen. Bis jetzt kam es noch nicht zum Einsatz.
Erstmal wurden die Kameraden darauf geschult. Ist auch vieles ganz modern und neu. Ausgetauscht haben wir dadurch ein älteres Fahrzeug mit Baujahr 1990, ein LF16DS. Das Fahrzeug hatte gewisse Nachteile, war nicht mehr auf den Stand der Technik. So führte es zum Beispiel keinen Löschwasser mit. Die Pressluftatmer waren nicht im Mannschaftsraum, konnten also erst angelegt werden an der Einsatzstelle. Statt 1200 Litern, was für solch ein Fahrzeug als Norm festgelegt ist, sind sogar 2000 Liter Löschwasser gleich vorhanden. Für den Erstangriff eine ganze Menge. Möglich wurde das mit der 2017 geänderten Norm zum Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Es kann jetzt 14 Tonnen wiegen. Eingebaut ist alles, was zum Löscheinsatz oder der einfachen technischen Hilfeleistung notwendig ist. Pumpen, Stromerzeuger, Schläuche, Strahlrohre, Schaummittel, ein ausfahrbarer Lichtmast und alles, was rundum dazugehört. Mehr Möglichkeiten, mehr Sicherheit für die Menschen im Ort. Bis dahin war es aber ein langer Weg. Gut 7 Jahre dauerte es, vom Beschluss im Gemeinderat über eine Neubeschaffung bis hin zur Übergabe am 18. August 2018. Es gibt also für jedes Fahrzeug, was die Feuerwehr kaufen kann, gibt es eine DIN-Norm. Danach muss ich mich im Wesentlichen halten. Es gibt dann noch Zusatzbeladung, wo ich also Gestaltungsspielraum habe, was ich noch zusätzlich zu dem Fahrzeug mitkaufen kann, über die Norm hinaus. Ja, und dann muss jede Feuerwehr natürlich selbst festlegen für sich im Rahmen ihres Brandschutzbedarfsplanes, was muss ich vorhalten für meinen Ort, für meine Stadt. Und dann geht es los, eine entsprechende Ausschreibung zusammenzustellen. Das ist sehr umfangreich. Wir haben uns hier durch ein Büro in Chemnitz unterstützen lassen, dass das für uns gemacht wird. In der Preiskategorie ist also auch eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Und das ist mit einer ganzen Menge Arbeit, da ist bei der Feuerwehr und da ist in der Verwaltung verbunden. Jetzt ist es da, das LF10, und aus den umliegenden Feuerwehren, auch vom Landkreis und der Herstellerfirma Rosenbauer, waren Vertreter zum Feiern und Gratulieren gekommen. Und jeder Gratulant schloss mit ähnlichen Worten: Mögen Besatzung und Fahrzeug jederzeit gesund und heil wieder von den Einsätzen zurückkommen. Das gilt natürlich auch für das nun zweite Fahrzeug im Gerätehaus an der Würschnitz, einem TSFW. Nachrichten fürs Erzgebirge am Dienstag. 10.000 Zuschauer verfolgten am vergangenen Wochenende den FIS Sommer Grand Prix der Nordischen Kombination in Oberwiesenthal. Vor allem die Lokalmatadorin Erik Frenzel und Terenz Weber konnten sich auf der Schanze und dem Stadtkurs vor heimischer Kulisse feiern lassen. Weber fuhr beim Teamsprint mit seinem Teamkollegen Manuel Feist auf den Silberrang. Den Sieg erkämpften die Österreicher Mario Seidel und Franz Josef Rell. Der dritte Platz ging an das deutsche Duo mit Johannes Rützek und Vinzenz Geiger. Erik Frenzel gelang mit Rang 3 im Einzelwettbewerb ebenfalls der Sprung auf das Podest. Vor ihm waren nur noch Johannes Rützek auf 1 und Mario Seidel auf Platz 2. Ebenso erfolgreich wie die deutschen Herren präsentierte sich auch Jenny Nowak bei der Premiere der Damen. Die Solenderin holte sich bei beiden Wettkämpfen Bronze. Schneller waren nur Tara Garethy Moats aus den USA und die Russin Stefania Nadimova. Große Freude auch bei den Organisatoren des Grand Prix. Christian Freitag, Geschäftsführer des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, resümierte: Bei den Sprungwettkämpfen an der Schanze haben wir alle Karten verkauft. Das zeigt das immer größer werdende Interesse am Sport und dieser Veranstaltung. Es ist außerdem schön zu sehen, dass wir den Damen der Sportart einen super Einstieg in diese Sommerserie geben konnten. All dies wäre natürlich nicht ohne die Unterstützung unserer zahlreichen Helfer und Sponsoren möglich. 1 Hubschrauber, ob in der Luft oder am Boden, zieht Blicke auf sich. In und um Geier tauchte ein solches Fluggerät zuletzt öfters auf. Forscher testen hier bis Mittwoch eine neue Methode zur Rohstofferkundung aus der Luft. Am vergangenen Freitag hatten die Erkundungsflüge besonders aufmerksame Beobachter. Der Start auf dem Sportplatz in Geier erfolgte im Rahmen des Erlebnistages Rohstoffforschung, zu dem alle interessierten Kinder und Erwachsene eingeladen waren. Das Erzgebirge wurde übrigens als Forschungsgebiet ausgewählt, weil es als Bergbauregion sehr gut erkundet ist und noch reiche Rohstoffvorkommen birgt.
Seit kurzem hängen in den meisten Thalheimer Geschäften die grünen Subotnik-Plakate. Dort ist noch einmal vermerkt, dass sich zur besseren Planung Bürgerinnen und Bürger zum Arbeitseinsatz am Dienstag, dem 18. September, anmelden möchten. Inzwischen haben das 10 Leute getan. Eine Anmeldung ist noch bis zum 31. August unter pressestelle@thalheim-erzgeb.de oder unter 03721 262 26 möglich. Zusammen mit den Bauhofmitarbeitern, dem Bürgermeister, einigen Stadträten und Rathausmitarbeitern soll beim ersten Subotnik der Platz der Generationen in diesem Jahr noch einmal von Unkraut befreit werden. Eine neue Gestaltung und Bepflanzung ist für das kommende Jahr geplant. Beklebte und beschmierte Bushaltestellen, Verkehrszeichen und Straßenlaternen sind auch in der Bergstadt Schneeberg ein wachsendes Problem. Dass das Beschädigen von Verkehrszeichen bis zur Unkenntlichkeit kein Kavaliersdelikt ist, sondern als Sachbeschädigung oder gar als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gilt, ist den Verursachern meist gar nicht bewusst. Das Zusatzzeichen an einem eingeschränkten Halteverbot auf der Marienstraße, welches das Parken auch auf dem Seitenstreifen in Höhe der Gartenanlage verbietet, wird immer wieder beschmiert. Über das Motiv des Täters kann man nur spekulieren. Vielleicht ist er ja der Meinung, wenn er das Zusatzzeichen beschmiert, hier parken zu können. Der Bürgermeister der Bergstadt Schneeberg, Ingo Seifert, weist darauf hin, dass ein beschmiertes Verkehrszeichen nicht gleichlautend bedeutet, dass dieses nicht zu beachten ist. Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz und die Stadtwerke Aue haben sich in der Adam-Ries-Stadt zu einem Erfahrungsaustausch getroffen. Quartierlösungen, Contracting, Zielnetzplanung, es gab vieles zu erörtern. Manchmal kam ein Lösungsansatz von der gegenüberliegenden Seite. Mitunter gab es die Erkenntnis, dass gleichartige Probleme auftraten. Am Ende gab es zufriedene Gesichter. In der Mitte stehend Dr. Barbara Neubert, Geschäftsführerin der Stadtwerke Aue, und Kai Aschermann, Vorstand der Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Das erzgebirgische Stadtwerkertreffen war nicht das erste seiner Art. Erfahrungsaustausche gab es auch zwischen den Stadtwerken Annaberg-Buchholz und den Stadtwerken Niesgi zum Breitbandausbau, sowie den Stadtwerken Löbau zu Erdgas- und Fernwärmenetzen. Steinewerfer, liebe Zuschauer, haben nicht den besten Ruf. Von Brücken oder Straßenrändern auf Autos zielen, bei Demonstrationen gegen andere damit vorzugehen, ist eher Ausdruck von Dummheit und Gewaltbereitschaft. Ganz anders sieht das aber aus, wenn man Steine im sportlichen Wettbewerb wirft. In einem geschützten Bereich die besten Weiten zu erzielen, ist eine Herausforderung. Die darf und soll man sogar annehmen. Gelegenheit war zum Tumorwerfertag und unser Kollege Gerald Nützel hat für uns einen ausführlichen Blick dahin geworfen. Der 15. internationale Tumorwerfertag lockte Sportbegeisterte in großer Zahl in das Stadion an der Wiesenstraße. Kein Wunder, waren doch 18 Europameisterschaftsteilnehmer aus 15 Nationen in Tum am Start. Bevor es aber zu den spektakulären Duellen der Sportprominenz kam, fand beim Tumorwerfertag erstmals ein Steinstoßwettbewerb statt. Daran konnte jeder Besucher teilnehmen, der sich zutraute, die schweren Natursteine zu stoßen. Man könnte meinen, dass die Natursteine quadratisch, praktisch und daher gut zu werfen sind. Doch auch hier galt es, erst einmal die richtige Technik zu finden. Und während die Herren sich mit den 10 Kilo Brocken abmühten, versuchten es die Damen mit 4 und 6 Kilogramm. Sportliche Herausforderungen gab es auch für die rund 100 Teilnehmer beim Schlagballcup. Angetreten waren jeweils die Klassen 2, 3 und 4 aus den Grundschulen Burkhardsdorf, Gelenau, Gornsdorf, Neuwürschnitz, Älterlein, Dorf Chemnitz und Thum. Mädchen und Jungs treten bei diesem Wettbewerb immer getrennt an, um am Ende doch wieder ein gemeinsames Ergebnis für ihre Grundschule zu erzielen. Und während es beim Schlagballcup unter den Augen der Eltern, Omas und Opas um jeden Meter Weite ging, machten sich bereits die Männer für ihren Wettkampf im Diskuswerfen warm. Als heimlicher Favorit galt hier Martin Wierig vom SC Magdeburg. Jeder Diskuswerfer hatte nun 6 Versuche. Das beste Händchen hatte an diesem Tag dann tatsächlich Martin Wierig. Der Magdeburger konnte den Wettbewerb mit einer Weite von 64,49 Metern für sich entscheiden.
Er verwies damit seinen Vereinskollegen David Frobel auf Rang 2. Frobel kam auf eine Weite von 61,73 Metern. Platz 3 belegte mit 61,17 Metern der Rumäter Alin Firfirikan. Inzwischen lag auch die Auswertung vom Schlagballcup der Grundschulen vor. Das Ergebnis wurde von den Mädchen und Jungs mit Spannung erwartet. Auf Platz 3 kamen die Grundschüler aus Neuwürschnitz. Sie konnten eine Gesamtweite von 268 Metern erkämpfen. Den zweiten Platz belegten die Grundschüler aus Thum mit einer Gesamtweite von 291,50 Metern. Sieger des Schlagballcups 2018 wurde die Grundschule Gehlenau mit einer Gesamtweite von 301,50 Metern. Hochkarätig ging es an diesem Wettkampftag mit dem Speerwurf der Frauen weiter. Mit der neuen Europameisterin Christine Husung vom LAZ Zweibrücken erwartete die Zuschauer ein spannender Wettkampf. Die Tschechin Nikola Ugrondnikova und die Europameisterin Christine Husung lieferten sich dann auch ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende des Wettbewerbs hatte aber Christine Husung die besseren Nerven. Die Speerwurf-Europameisterin gewann auch in Thum und zwar mit einer Weite von 65,07 Metern. Diese Weite war auch gleichzeitig ein neuer Meeting-Rekord in Thum. Die Tschechin Nikola Ugrondnikova warf an diesem Tag den Speer auf eine Weite von 64,34 Metern. Der dritte Platz ging an die US-Amerikanerin Ariane Inke, die auf eine Weite von 59,48 Metern kam. Kaum Zeit blieb den Organisatoren und Wettkampfrichtern zwischen den Wettbewerben. Mit dem Kugelstoßen der Frauen wartete schon ein weiteres Highlight aufs Publikum. Im offenen Cabrio wurden Christina Schwanitz vom LV90 Erzgebirge und Sarah Gambetta vom SV Halle unter viel Beifall zu ihrer Wettkampfstätte gebracht. Im Wettkampf zeigte sich auch schon nach kurzer Zeit, wie dicht das Rennen um Platz 1 wird. Dass Christina Schwanitz die 18 Meter drauf hat, war den Zuschauern klar. Aber auch Dimitriana Sodo aus Moldawien und Sarah Gambetta zeigten sich an diesem lauen Sommerabend sehr kampfstark. Gambetta stieß die Kugel an diesem Tag auf eine Weite von 18,13 Metern und belegte damit Platz 3. Kampfstark war die Frau aus Moldawien. Dimitriana Sodo erreichte eine Weite von 18,18 Metern und kam auf Platz 2. Christina Schwanitz vom gastgebenden LV90 Erzgebirge brachte die Kugel auf 18,84 Meter. Dieser Stoß wurde mit Platz 1 belohnt. Die Damen gingen und die Herren kamen in den Thumer Kugelstoßring. Ehre, wem Ehre gebührt. Im Cabrio hatten der Weltmeister aus Neuseeland, Tom Walsh, und der Publikumsliebling David Stoll vom DHFK Leipzig Platz genommen. Das Starterfeld war insgesamt mit 9 Teilnehmern sehr stark besetzt. Nach einem ersten ungültigen Versuch von David Stoll legte der Mann aus Leipzig beim zweiten Versuch die Latte mit einer Weite von 21,62 Metern sehr hoch und schockte damit die Konkurrenz. Angesichts dieser Vorlage schien der Weltmeister Tom Walsh aus Neuseeland wie beflügelt und stieß in seinem dritten Versuch die Männerkugel auf 21,71 Meter. Diese Weite war an diesem Abend auch der Siegesstoß. Auch David Stoll konnte seine Weite in diesem Wettkampf nicht weiter ausbauen und kam mit 21,62 Meter auf Rang 2 der Gesamtwertung. Einen starken dritten Platz mit einer Weite von 20,52 Metern belegte der Portugiese Zanko Arnaudov. Mit der Siegerehrung im Kugelstoßen der Damen und Herren und einigen Autogrammwünschen der Zuschauer ging der 15. Thumer-Werfertag zu Ende. Und auch dieser Wettkampftag wird unter den sportbegeisterten Zuschauern noch für genügend Gesprächsstoff sorgen. Bis es wieder heißt, auf zum 16. Thumer-Werfertag. Und zum Schluss noch ein Freizeittipp, der gleichermaßen ein Ausflugstipp ist, und zwar in Richtung Meißen. Wein, Fettbämmchen und Live-Musik. Am letzten Augustwochenende findet entlang der Sächsischen Weinstraße eine der beliebtesten Weinveranstaltungen in Dresden-Elbland statt. Bei den Tagen des offenen Weingutes öffnen zwischen Pirna und Diesbach-Soislitz 46 Weingüter, Winzer und Straußwirtschaften, Tore, Keller und Flaschen.
Informationen zum Fest unter www.dresden-elbland.de/programm-offenes-weingut. Da dürfen Sie auch mal Weinkönigin sein. Dieses Jahr hatten aber auch die Weinbauern mit der extremen Trockenheit zu kämpfen. Drücken wir die Daumen, dass trotzdem ein paar gute Tropfen im Jahrgang 2018 entstehen. Das war ERZ-TV-Kompakt für heute. Nachzulesen, nachzuschauen ist alles auf erztv.de oder auch auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbunden haben, drücken Sie doch auch mal den Red Button, den roten Knopf auf der Fernbedienung und genießen Sie dann unsere zusätzlichen Angebote mit HD-Text, Mediatheken und vielem mehr auf Ihrem TV-Gerät. Wir kommen morgen wieder. Bis dahin, schönen Abend und Glück auf! Wetter und Tagesbilder präsentieren die Musterhaus Küchenfachgeschäfte Küchenstudio 5 Sterne in Thalheim und Ehrenfriedersdorf. Wir zaubern die Sonne in die Küche. Neueröffnung nach Komplettrenovierung in Thalheim am 18. August. Wetter und Tagesbilder präsentierten die Musterhaus Küchenfachgeschäfte Küchenstudio 5 Sterne in Thalheim und Ehrenfriedersdorf. Wir zaubern die Sonne in die Küche. Neueröffnung nach Komplettrenovierung in Thalheim am 18. August.